Ich möchte Ihnen herzlich willkommen hier. Ich möchte Ihnen so einen Überblick geben über Security Outsourcing. Was sind die Chancen, was sind die Risiken, was sind die Handlungsoptionen? Ich möchte Ihnen im Inhalt zeigen, 5 Schritte, Schritt für Schritt, wie das mit der Cloud Security ist, wie die bewertet wird. Und das habe ich mir 5 Themen ausgesucht, durch die ich Sie führen möchte. Selber machen, über die Verfügbarkeit in Cloud. Man hat immer so das Gefühl, über die Cloud ist es weniger verfügbar. Wir wollen eine Studie dazu sehen. Dann die Betriebsgröße, dann spielt die eine Rolle. Und können wir ICT besitzen? Besitzen wir unser Telefon, unsere Laptops? Wo ist da die Grenze des Besitztums? Und über die Nationalisierung und Deglobalisierung von ICT-Dienstleistungen. Ich werde Schlussfolgerungen ziehen und dann Analysen und Empfehlungen machen. Sie sehen hier, was uns an einem schönen Tag beschert ist. Sie sehen die Cloud. Und Sie sehen, dass trotzdem die Sonne scheint. Und lange Zeit haben wir unter Cloud immer nur die große Gefahr gesehen. Alles weg, alles intransparent, wie hinter diesen Wölklein. Aber die Zeiten haben sich geändert und ich glaube, der Trend zur Cloud ist unausweichlich geworden und wir müssen uns mit dieser Sache befassen. Und es ist so, dass die Cloud nicht unbedingt unsicherer ist, sondern es ist so, dass die Cloud auch eine große Sicherheit bieten kann. Das werde ich Ihnen zeigen. Ich versuche es da nochmals. Ah, jetzt ist es gegangen. Die Sicherheit im eigenen Betrieb zu produzieren. Da sehen Sie 2 Bilder. Die Sicherheit in der Cloud und die Sicherheit, die so eine Anlage haben kann, wie sie zum Beispiel an der Hochschule Luzern steht. Diese Anlage hat einige 100 CPUs und Server. Und was brauchen wir, wenn wir die so richtig sichern wollen? Ich glaube, wir brauchen mindestens etwa 3 Profile von technologischem Know-how. Dann gibt es einen grundsätzlichen Entscheid, ob man die sicher zwischen 8 und 17 Uhr und auch in den Pausen oder ob man die 24x7 sichert. 24x7 heißt, dass von jedem Profil mindestens 5 Mitarbeiter braucht, weil es gibt 8800 Stunden pro Jahr. Und um das abdecken mit Ferien, Schwangerschaft und Militär brauchen sie etwa 5 Personen. Dann während den Ferien und bei Veränderungen, wie ist da die Sicherheit, Reorganisation, Umzug, Joint Venture, Acquisition, wie sieht es da aus? Hat man einen Second- und Third-Level-Support einfach organisiert? Ist man ein Teil eines Information-Sharing-Network, was eine ganz wichtige Defense-Linie ist im Security-Bereich? Ist man beim Third dabei, ist man bei First dabei, ist man im Kreise der Melanie? Das sind alles Sachen, die die Sicherheit zusätzlich erhöhen. Wir für diese Anlage haben 1,5 Personen, um sie betreiben, inklusive Sicherheit. Da können Sie sich etwa vorstellen, was an Sicherheit rauskommt. Wenn wir einen 7x24-Stunden-Betrieb haben als Security Operations Center, bei 3 Profilen mit Administration und so sind Sie ziemlich rasch bei etwa 30 Personen. Wenn Sie kein Security Operations Center haben und dafür selber sorgen, dann sollten Sie mindestens 3 Spezialisten haben. Aber auch das ist natürlich etwas, was sehr teuer ist. Und das können nicht Teilzeitleute sein, weil mit Sicherheit müssen Sie sich entweder Vollzeit auseinandersetzen oder dann sind Sie halt nicht wirklich derjenige, der es machen kann. Aber Sie haben Alternativen. Sie können einen Vertrag mit einem Security Operations Center machen, da gibt es viele in der Schweiz, kleine und größere Anbieter, auch Global Player.
Oder für Micro-Enterprises, also für bis so 5 bis 10 Mitarbeiter und kleine Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, gibt es auch so Gesamtlösungen, Total Protection von verschiedenen Anbietern. Die Sache ist die, aus meiner Sicht ist selber machen keine gute Option. Das zweite Thema, das ich mit Ihnen kurz besprechen möchte, ist die Verfügbarkeit in der Cloud. Das mache ich anhand von einem Beispiel. Das wurde in dem Projekt Critical Infrastructure to Cloud Computing, das CI2C-Projekt der EU, etwa mit 4 Millionen Euro finanziert. Da habe ich eine Arbeit daraus gesehen im frühen Oktober an der Kritis-Konferenz. Und dabei sind 4 Architekturoptionen mit mehr oder mit weniger Cloud untersucht worden, wie das italienische Energietransportsystem designt werden kann. Und die sind ziemlich genau untersucht worden. Das italienische System sehen Sie hier, es gibt die Remote Units, das sind die, die real-time arbeiten, das sind die blauen Punkte. Dann gibt es die roten Punkte, das sind Regional Control Center, die diese Remote Units verwalten und eine gewisse geografische Area abdecken. Und dann haben Sie das National Control Center, NCC, die sind hier grün. Da gibt es, glaube ich, auch etwa 2 oder 3 verteilt. Und diese Geschichte hier wollen wir jetzt analysieren und schauen, was das Sinn macht. Wir haben 4 Architekturvorschläge. No Cloud, alles mit der Leastline. All Cloud, alles nur in die Cloud angeschlossen. Und dann gibt es nur die Regional Control Center zu der Cloud und die National Control Center sind dann auch an der Cloud angeschlossen und werden so transportiert. Oder Sie haben nur die National Control Center an die Cloud. Das sind so 3 Optionen, wie Sie das machen können. 4 Optionen. Wir wollen schauen, wie die Verfügbarkeit ist. Der Gewinner mit der meisten Ausfallzeit, 2 Tagen, ist die rein selbstgemachte Lösung. Dann als zweites ist NCC zu der Cloud, also das National Control Center zu Cloud, das gibt 13 Stunden Ausfall, All Cloud 6 Minuten und nur die RCCs in die Cloud 3 Minuten Ausfall pro Jahr. Durchschnittlich, wenn man das durchrechnet mit den Links. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel, wo zeigt, dass wenn man die Cloud intelligent anwendet und mehrere Standorte hat, dass es durchaus vernünftige Architekturkonzepte gibt, das zu betreiben und dass es zusätzliche Verfügbarkeit bringt. Der größte Konzern oder die größte Befürchtung von vielen Leuten. Der dritte Punkt, den ich mit Ihnen anschauen möchte, ist die Skalierbarkeit von Security. Sind wir, wenn wir ein kleines Haus haben, dann brauchen wir eine kleine Sicherheit. Wenn wir ein großes Haus haben, brauchen wir eine große Sicherheit. Ist das so oder sind die Zusammenhänge anders? Das wollen wir untersuchen. Und die Aussage ist, dass wenn Sie eine hohe Sicherheit und Robustheit haben wollen gegen Intrusion, dann müssen Sie auch ein kleines Unternehmen gut sichern. Sie können keinen Rabatt haben. Auch wenn Sie nicht viel Einnahmen haben, Sie sollten trotzdem, wenn der Bedarf da ist, das gleiche Sicherheitsniveau haben. Aber der Trick ist, dass eine einzelne Anlage zu sichern, Sie haben das vorher gesehen, wenn man es rechnet, ist sehr personalintensiv und teuer. Und deshalb können Sie, wenn Sie es selber machen, nicht die gleichen Sicherheitsmaßnahmen implementieren, wenn Sie klein sind oder wenn Sie groß sind. Also ein Micro-Enterprise von 1 bis 20 Personen, ein KMU, eine Firma von 2.500 bis 50.000 und Global Player über 100.000, die haben andere Möglichkeiten, in Sicherheit zu investieren. Sie können ihnen dann auch solche Sicherheitsservices anbieten.
Aber es ist klar, je grösser sie sind, umso mehr Technologie können sie entwickeln und implementieren in ihren Sicherheitsanlagen, und das bringt immer mehr Sicherheit. Dann etwas, was wir so im Bauchgefühl haben. Wenn wir etwas in der Hand haben oder wenn wir es in unserem Betrieb haben, dann haben wir das Gefühl, wir besitzen es. Das ist das Erste. Und das Zweite, weil wir es besitzen, dass wir auch die Kontrolle darüber haben. Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Wir wollen das untersuchen. Hier sehen Sie der Beginn meiner Karriere in Informatik, AT03. Sicher einigen von Ihnen sagt dieses Gerät noch etwas. Das ist übrigens ein Telefon. Wer es nicht mehr erkannt, oder? Das hat da noch keine Knöpfe und das ist ein Modem. Und das ist so ein modernes Samsung, das berühmteste Gerät. In jedem Flugzeug wird das ausgerufen, Galaxy S7. Man darf es nicht einschalten und nicht mittransportieren, muss es abgeben. Ja, das sind die beiden Sachen. Jetzt ist die Frage, dazu mal hatten wir noch ziemlich klar, wir haben die Software gekauft, hier reingeschoben und die Datenraten zum Netz waren klein. Und man hat noch alles gesehen, wie es funktioniert, auch die CPU, wie sie aufgebaut ist. Die Anzahl Transistoren waren beschränkt und man wusste, was das Zeugs macht. In einem solchen Device, der inzwischen wahrscheinlich viel leistungsfähiger ist als die Supercomputer zu dieser Zeit hier, der ist so komplex, Sie haben keine Kontrolle mehr, was geht. Sie haben auch keine Kontrolle über die Verbindung hinaus, hinein. Und Sie wissen auch nicht, was auf dem Gerät ist. Sie dürfen es brauchen, aber effektiv wissen, was drin ist, ist sehr schwierig. Aufgrund von den Snowden-Dokumenten hat es Analysen gegeben, dass so ein Dell-PC untersucht wurde, ist nicht dieses Modell. Wie viele Nationen sind Lieferant von kritischen, sicherheitskritischen Bauteilen, die möglicherweise ein Backdoor haben könnten? Die Antwort war von dieser Studie 31. 31 unterschiedliche Organisationen. Wenn wir das jetzt schauen, was ist das? Das ist BIOS, Driver, das Operating System, dann sind es auch die Entwicklungswerkzeuge, oder? Wenn Sie etwas entwickeln, dann kann im Entwicklungsprozess noch Schadsoftware oder Abhörsoftware eingebunden werden. Der Loader, der Compiler kann das haben. Auch die Analysewerkzeuge zeigen nicht unbedingt das Richtige an. Sie können, müssen nicht. Dann die Konfiguration kann verändert werden. Sie haben Apps, Softwareprogramme, Sie haben Updates. Sie haben Sicherheitssoftware, die dann wiederum auch Updates macht vom Skriptfile. Und eigentlich ist dieses ganze Ökosystem, das wir heute betreiben, ein Lizenzmodell. Sie dürfen es benutzen, Sie können die Applikationen bedienen, Sie haben aber nicht Insights, was alles gemacht wird. Und Sie benutzen die typischerweise 2 bis 5 Jahre. Neuere Modelle gehen dazu, Sie kennen das von Windows, dass man eine jährliche Gebühr zahlt, sogar ganz ein Lizenzmodell. Wir haben keine andere Wahl, als diese Geräte zu brauchen, weil wir ein Mitglied der Gesellschaft sein wollen. Und wir wollen es auch so machen, wir müssen auch vertrauen darauf, dass sie das tun, was wir wollen, und nicht zu viel sonst tun. Aber kontrollieren können wir es letztendlich nicht. Und unser Bauchgefühl, das versagt eben, wenn wir in diese Richtung gehen. Wir haben das Gefühl, in der Hand heißt besitzen, heißt Kontrolle. Aber die Kontrolle haben wir eben weder, wenn es in der Hand ist, noch wenn es nicht in der Hand ist. Und das bedeutet, dass wenn wir in die Cloud gehen, geht es weg vom Engineering zu Anwälten, die Verträge mit Terms and Conditions aushandeln. Es gibt mehr Audits und Kontrollen beim Cloud-Provider, um das Vertrauen zu steigern. Und im eigenen Unternehmen stehen dann, wenn sie auch in der Cloud sind, der menschliche Faktor, wie man sich aware ist, wie man sich verhält, und organisatorische Aspekte im Vordergrund. Auf jeden Fall kann gesagt werden, das Gesamtrisiko bleibt immer noch bei demjenigen, der seine Sachen in die Cloud gibt. Aber er hat für gewisse Sicherheitsaufgaben einen Vertrag.
Und dann der Killer. Wenn Sie über die Cloud diskutieren, dann heißt es sofort, ja, in der Cloud wird alles abgehört. Ja, warum nicht, oder? Kann man etwas dagegen tun? Wahrscheinlich nicht so viel. Aber wir können mal schauen, was dann zu anderen Konzepten der Guru meint. Das ist ein Artikel, der wurde, habe ich abgerufen, am 25.02.2014 aus der Computerworld um 11 Uhr im Internet. Und es wurde Richard Clark, der langjährige Security Advisor des Weißen Hauses, wurde gefragt von Jens Starke, wie das denn da sei. Und er hat gesagt, eure Daten sind nirgends sicher. Wer meint, seine Daten seien in einer Schweizer Cloud sicherer, ist nur naiv, oder? Bei der Speicherung von Daten in lokalen Clouds, wie etwa in der Schweiz, geht es nur ums Geschäftsmodell, nicht um den Schutz der Informationen. Provozierend. Wenn man die Snowden-Dokumente anschaut und schaut, wie die vertieft analysiert, was wir über ein halbes Jahr gemacht haben, hat man gesehen, dass das sehr glaubwürdig ist, was er da sagt. Dass ich daran nicht zu zweifeln brauche. Und das führt dann eben dazu, dass man meint, lokal sei man sicherer, dann nationalisiert man es oder deglobalisiert man und man geht weg von den globalisierten Angeboten. Aber das ist ja so ein Trade-off, der nicht wirklich so eins zu eins nachvollziehbar ist, weil sie eben auch die Geräte, die sie in der Hand und in ihrer Firma haben, nicht besitzen und immer noch abhängig sind. Ziel ist die Totalüberwachung. Mit Geldern der NSA arbeitet die Firma Endgame an einer Software, mit der man in jedes, wirklich jedes Gerät eindringen kann, das mit dem Internet verbunden ist. Jede Veränderung soll registriert, jede Manipulation möglich werden. That's part of the intended goal. Genau darum geht es. Du musst jede Veränderung entdecken können und mit dem Zugang zu allen vernetzten Geräten ginge das. Es ist so etwas wie der feuchte Traum eines Überwachungsstaates, alles zu wissen. Und wenn wir da zurückgehen in der Geschichte, hat man bei allen Technologien gesehen, dass es diese Dimension hat, dass man eine komplette Überwachung machen kann. Das ZDF-Video hat es jetzt gezeigt. Und da können wir wirklich nicht viel dagegen machen. Wenn Sie eine Technologie aufbauen und Sie sind eine informationsdominante Nation, da gibt es viele, da gehört sicher Israel dazu, gehört USA dazu, gehört China, Russland dazu, Indien, dann sind einfach solche Sachen drin. Jetzt wollen wir uns fragen, wer ist dann der Gegner, oder? In den meisten Fällen ist das eben nicht so relevant, ob da irgendeiner noch für ganz bestimmte Kriterien im Terrorismusbereich diese Daten auch noch anschaut. Das ist nicht so relevant. Und wenn er es auswerten wollte, diese Daten, dann braucht er Manpower und dann kostet es. Und das kann man nicht für jeden machen. Also müssen wir auch nicht persönlich Angst haben. Aber die Erpressbarkeit im Konfliktfall einer Nation, die ist natürlich schon groß. Und das haben ja die Amerikaner nach den Nuklearabrüstungsverhandlungen in Iran, haben sie etwa einen Monat später gesagt, dass sie einen Plan B hätten, dass mit Cyber, Telekom, Energie, Luftverkehrssysteme und so weiter lahmgelegt worden wären und dass sie dann eben den Job auf andere Art erledigt hätten. Also das war ziemlich klar, dass dieser Kontrakt war auch unter Druck entstanden. Und das wollten die Welt wissen lassen. Für alle anderen Angreifer, wenn sie jetzt nicht Nation-State-Angriffe sind, die geplant sind in diesem Umfang, da gilt, je größer der Provider, umso sicherer. Das heißt, Sie können davon ausgehen, die sind dann im Information Sharing angeschlossen, haben eine Threat Intelligence, benutzen Feeds von mehreren solchen Bedrohungs- und Verletzlichkeitsinformationen. Es gilt natürlich, was im Vertrag geregelt ist, aber Sie können hohe Sicherheit haben. Und kleinere SOCs, die mehr von Feeds leben und das kundenspezifisch aufbereiten,
Die bieten natürlich einmalige Gelegenheiten, das anzupassen für kleinere Firmen. Und zurzeit wird auch schon Cyberversicherung, also es wäre, früher waren ja nur die Daten versichert, heute kann man auch sich gegen Cyberangriffe versichern lassen. Da gibt es auch neue Themen, die auf uns zukommen. Also Sie haben schon ein Gesamtpaket hier. Und ich glaube, die Vorherrschaft ist einfach ein separates Thema. Gegen die müssen wir akzeptieren, da können wir nicht viel anders machen. Aber im ganzen anderen Bereich gibt es natürlich unheimlich viele Möglichkeiten. Denken Sie an 2008, Finanzkrise, wo wir gesehen haben, was passiert, wenn die Autobauer mal einige Wochen ihre Produktion zurückfahren müssen, was das also für volkswirtschaftliche Auswirkungen hat. Dann kann man sich vorstellen, dass ein koordinierter Cyberangriff dieses Land also massiv schädigen könnte. Für das Weiße Haus ist das ein mögliches Kriegsszenario. In einer streng geheimen Anweisung des Präsidenten von 2012 heißt es, Cyberattacken bieten einzigartige und unkonventionelle Fähigkeiten, um nationale Ziele der USA rund um die Welt voranzubringen. Alle Behörden sollen mögliche Ziele nationaler Bedeutung identifizieren, bei denen offensive Cyberoperationen eine günstige Balance zwischen Wirkung und Risiko im Vergleich mit anderen Werkzeugen nationaler Stärke bieten können. Ganz oben auf der Liste dieser Ziele steht China. Denn die andere Supermacht will ihren mächtigsten Gegenspieler, den USA, das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts nicht kampflos überlassen. In einem Teehaus in Peking treffen wir Wang Jiadong. Er ist einer der Vordenker der chinesischen Cyberwar-Strategie. Vor Jahren stieß der Mathematiker auf eine amerikanische Studie, die das Internet als potenzielle Waffe bezeichnete. Wang alarmierte seine Regierung. Das Land, das den Cyberkrieg verliert, würde vollständig erobert. Es gäbe keine vertraulichen Informationen mehr, keine Militär-, Finanz- oder Wirtschaftsgeheimnisse. Der Sieger weiß alles, was du vorhast. Wir werden nicht zulassen, dass es nur noch eine dominierende Nation in der Welt gibt, die der Menschheit ihre Regeln aufzwingt und alles außer Kontrolle gerät. Ja, soweit. Wenn es eben über Nation State geht, das müssen wir einfach irgendwie ausklammern, sonst sollten wir aufhören, mit Computern zu handeln und uns damit zu umgeben. Oder? Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus dieser kleinen Übersicht. Das Konzept des Besitztums versagt unser Bauchgefühl, weil wir im Cloud-Zeitalter unsere Geräte eigentlich nicht mehr besitzen. Und auch wenn Sie es in der Hand haben, der Virenschutz, die Updates und so weiter, die Apps, sogar die Konfiguration, sogar wenn ein Prozessor kaputt ist, kann man den heute patchen, Hardware-Update machen und wieder flicken, solche Funktionen gibt es. Das kommt alles aus der Cloud. Das können Sie nicht lokal machen. Können Sie auch nicht zum Händler lokal gehen, da kann Ihnen nur die Programme bedienen, weil sie sich selber vielleicht zu wenig sich damit beschäftigt haben. Kaufen ist eigentlich in diesem Bereich zu einem Lizenzmodell geworden, ob es Tablet, Laptop oder PC, Smartphone oder größere Anlagen ist. Und wir müssen vertrauen. Vertrauen ist alles, Komplexität ist enorm und Kontrolle in einem umfassenden Bereich, so wie wir das von anderen Bereichen kennen, ist nicht mehr möglich. Dann der zweite ganz wichtige Punkt in dieser Umgebung ist, dass eben die Sicherheitsaufgabe, wenn sie ernst genommen wird und sehr tief mit verschiedenen Mustern, auch auf APT und so weiter, untersucht werden muss, dann kann man das für in Micro- und Enterprise- und kleineren Unternehmungen nicht selber machen. Global Player, die sind sehr gut, die machen State of the Art und sogar noch mehr Selbstentwicklungen von den Global Playern. Dahinter, das ist gut, aber für kleinere und mittlere Unternehmen ist ein Kundenwunsch dort nicht angebracht, sondern es ist ein abstrakter Service.
Local Player. Wir haben hier auch einige unter uns, die bringen auch sehr gute Dienstleistungen, nehmen von den Feeds die Informationen und betreuen die Kunden. Das ist auch eine gute Sache. Und Security kommt immer mehr aus der Cloud. Es geht sogar um die Resilience, Protect, Detect, Response. Also alle drei Elemente, der Schutz, dann wenn etwas geschieht, dass man das auch zeitnah erfasst und nicht erst 2 oder 3 Jahre später. Es gibt so Betriebe in der Schweiz, wo es so ist. Und es gibt auch Betriebe, die wissen es noch nicht, dass es so ist. Und dann die Respond, dass man dann eben auch die Maßnahmen einleiten kann. Ja, kannst du weiter schauen? Bitte, nächste Slide. Geht's nicht? Nächste Slide. Musst du neu starten? Bin ziemlich am Ende. Moment noch. Gut, überbrücken wir. Vielleicht ist bereits das Ganze gehackt worden. Herr Hämmerle, auf jeden Fall mal ganz herzlichen Dank. Ich möchte Sie rasch fragen. Sehen Sie, im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte, ein kleiner KMU in der Schweiz, 500 Leute, Sie haben irgendwo geschrieben, ja, das ist Sache und Pflicht des IT-Professionals, dort eben diese Vorsorge sicherzustellen. Jetzt ist das sehr eine abstrakte Diskussion. Wie stellen Sie eigentlich sicher, dass das der Verwaltungsrat respektive der CEO überhaupt begreift? Wie kommunizieren Sie das Unkommunizierbare? Wir haben jetzt inzwischen den schwarzen Schirm, oder? Nein, also der Verwaltungsrat, das verstehen will oder nicht verstehen will. Das ist mal das erste Wichtige. Es gibt viele Verwaltungsräte, die wollen nicht. Und gegen Nicht-Wollen gibt es kein Mittel. Sie werden dann irgendwann mal einen Vorfall haben, aber es gibt nicht wirklich ein Mittel. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist zu sagen, dass viele Sicherheitsleute, und das haben wir so im Security Summit auch oft diskutiert, nehmen IT-Security und Cyber-Security in den Prioritätenrisiken höher wahr, als das der Verwaltungsrat macht, die Governance. Das heißt, wenn man die Unternehmen schaut, das Corporate Risk Management, dann haben viele Unternehmen Cyber-Risiken nicht unter den Top 10, wo die Leute schlecht schlafen. Das heißt nicht, dass sie nichts machen, aber nicht so viel wie der Sicherheitsofficer oder die Sicherheitsindustrie will. Und jetzt zum Sicherheitsteil, was man machen kann. Man kann, sind die üblichen Maßnahmen, dass Sie Firewall und Virus Protection haben. Sie haben sicher auch gute Backups, eventuell auch Backups in der Cloud. Und dann können Sie bei 500 Personen sicher auch schon einen Vertrag mit einem Security Operation Center oder Security Provider machen. Sie könnten auch eine Cyber Security Versicherung machen, wenn das ganz spezielle Gegebenheiten sind, das notwendig ist. Das ist ungefähr das, was man machen kann an Bausteinen. Auf der technologischen Seite, auf der menschlichen Seite muss man extrem viel mit Awareness arbeiten, dass jeder daran glaubt, dass man da etwas machen sollte. Sehr gut, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, Sie sind immer noch am Arbeiten hinten. Jetzt schaue ich hier mal in die Runde. Gibt es bereits Leute, die den Dialog aufnehmen wollen? Eine Frage aus dem Plenum, sonst habe ich natürlich noch eine. Wer möchte sich da melden? Wie gesagt, Sie haben auch noch zum Schluss der Tagung die Möglichkeit auf dem Panel. Eben, Sie haben es gesagt, man kann verschiedene Sachen vornehmen im Sinn von Schutz bis hin zur Versicherung, oder? Aber gehen Sie so weit, dass man auch entsprechende Rückstellungen bilden muss als Organisation, damit man dann beim Datenklau effektiv auch abgesichert ist? Es ist so, dass dass
gewisse Rahmenwerke, wie zum Beispiel SOX, das verlangt, wenn eine tiefe Sicherheit da ist, dass Rückstellungen gemacht werden müssen. Firmen müssen ihr Risikomanagement gesamtheitlich gestalten und für die Gesamtheit aller Risiken ist eine Rückstellung sicher sehr sinnvoll. Wie groß der Anteil ist und wie explizit der ausgewiesen ist von Cybersecurity, von der Rückstellung, kann ich nicht sagen. Aber es wäre sicher sinnvoll, dass man über die Balance diskutiert und das ist in der Diskussion mit den Versicherungen gekommen, was soll man protektiv machen, was soll man detektiv machen, also sehen, dass es da ist und dann beheben und was soll man im Anschluss machen. Jetzt schaue ich mal, ob ich die zwei oder drei Slides zurück, dann könnte ich noch das letzte Findings machen, aber das geht, glaube ich, jetzt auch. Ja, die Cybersouveränität war mir noch so als dritter Punkt am Herzen, oder? Dass wir in der Schweiz einfach eine gesamtheitliche Souveränität, dass wir alles selber herstellen, nicht mehr machen können. Und wir können einzelne Bereiche identifizieren, wo es besonders wichtig ist, die Souveränität zu haben. Und da müssen wir irgendeinen bestmöglichen Approach zu haben. Aber dies sollte einer Diskussion zugeführt werden. Und die Analyse, das Cloud-Zeitalter lässt sich nicht stoppen. Nation-State-Angriffe haben keinen Sinn zu diskutieren, die sind immer da. Bei der Sicherheitslösung soll man sich bewusst sein, die Abhängigkeit, die gegenseitige Abhängigkeit vom Service-Provider im Sicherheitsbereich und dem eigenen Unternehmen. Wenn sie ungefähr gleiche Größe haben, dann können sie Kundenwünsche einbringen, sonst nicht. Und die Sicherheit in der Cloud ist eher wesentlich größer. Und man soll sich vom Bauchgefühl nicht so täuschen lassen, mindestens zeigen das so die Studien. Und es gibt Vorteile und man kann durchaus mit der Sicherheit in die Cloud gehen. Und ich denke, diese Vorteile sollte man nutzen. Das war noch so der Abspann, nachdem die Präsentation wieder gekommen ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke für die Vielen Frage. Dank. Merci.